Welchen Auftrag hat die Böll-Stiftung in Bezug auf die Gesundheitskommission? In der Gesundheitspolitik dominiert in der Zwischenzeit sehr stark betriebswirtschaftliches Denken. Man könnte annehmen, der Mensch ist ein industrielles Produkt, das repariert wird. Und von da aus fällt also der humanitäre Gedanke. Und vor diesem Hintergrund will diese Gesundheitskommission sich mit Anreizen beschäftigen, die man entwerfen will, dass die Gesundheitspolitik sich mehr dem Menschen zuwendet und dass sie eben sich Anreize setzt, betriebswirtschaftliches Denken nicht aufzugeben, aber es so zu setzen, dass es dem Menschen eben eine bessere Gesundheitsleistung erbringt. Und daran wollen diese verschiedenen Experten arbeiten und Vorschläge erarbeiten. Also wir erhoffen uns Ergebnisse, die dahin führen, dass eben Anreize entworfen werden, die es ermöglichen, mehr Qualität im Gesundheitswesen hervorzubringen, eventuell sogar zu geringeren Kosten. Denn heutzutage sind sehr viele Operationen, die entlang von Fallpauschalen teilweise mengengesteuert sind, überflüssig. Wenn man also überflüssige medizinische Handlungen zugunsten zu mehr Gesundheit erreichen könnte, weil der Arzt eben sich dem Menschen zuwendet und die Ärztin eben Vorschläge macht, die der Gesundheit des Menschen fördert, dann ist ja das höchste Gut, ein längeres Leben vielleicht erst zu erreichen.